Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Ja, wir sind's von Hart aber fair. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Dankeschön. Rums hat's gemacht im Norden. Schleswig-Holsteins SPD-Ministerpräsident abgewatscht. Besiegt von einem CDU-Mann, der sich bis kurz vor der Wahl den Spott der SPD gefallen lassen musste. Ihn würde ja kein Mensch kennen, hieß es. Man darf also in der Wunde bohren und sagen, CDU-Nobody schlägt SPD-Amtsinhaber. Und das eine Woche, bevor es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen für die SPD um alles oder nichts geht. Verliert Hannelore Kraft, dann wäre das ein fatales Signal für die Bundestagswahl im September. Gucken wir also mal genauer hin. Unser Thema: Vorentscheidung im Westen. Was liefern die Parteien bei Integration, Sicherheit und Gerechtigkeit? Ihre und unsere Fragen an diese Runde. Hermann Gröhe, CDU. Johannes Vogel, FDP. Bärbel Höhn, Bündnis 90 Die Grünen. Karl Lauterbach, SPD. Sarah Wagenknecht, Die Linke. Und Martin Renner, AfD. Das ist unsere Runde, mit der wir checken wollen heute Abend. Sag's noch mal, was liefern diese Parteien bei Integration, Sicherheit und Gerechtigkeit? Hier kommt unser erstes Thema. Thema Integration. Damit die Integration gelingen kann, wirbt Bundesinnenminister Thomas de Maizière dafür, dass wir uns einer Leitkultur bewusst werden und sie vorleben. Wer sich seiner Leitkultur sicher ist, ist stark. Einer seiner insgesamt 10 Punkte: Religion. In unserem Land ist Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft. Kirchtürme prägen unsere Landschaft. Unser Land ist christlich geprägt. Auch die sozialen Gewohnheiten spielen eine Rolle. Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka. Frage an die Runde. Brauchen wir eine Leitkultur für Deutschland? So, wir machen schnell aber fair Ihre Antwort in 20 Sekunden. Los geht's bei Bundesminister Hermann Gröhe, danach geht's rechtsrum weiter. Brauchen wir eine Leitkultur in Deutschland? Ja, klar brauchen wir die. Und man sieht ja allein schon am Streit um den Begriff, wie notwendig es ist, dass wir uns eben nicht nur auf Recht, das es einzuklagen, die Möglichkeit gibt, sondern auch auf Regeln des Zusammenlebens verständigen, ohne die es an keinem Arbeitsplatz und auf keinem Schulhof funktioniert. Ja, wir brauchen so ein gemeinsames Verständnis, wie wir Gemeinschaft leben wollen. Der nächste, Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen. Leitkultur, mir ist nicht ganz klar, was das sein soll. Das Gartenzwerg, Oktoberfest. Ich glaube, wir haben die beste Leitkultur. Die ist das Grundgesetz. Da steht alles drin, woran sich jeder halten muss. Darüber hinaus, glaube ich, brauchen wir keine Symboldebatten aus der CDU-Mottenkiste, sondern der Innenminister sollte seine ganz konkreten Hausaufgaben machen. Ein modernes Einwanderungsgesetz vorlegen, modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Das würde uns voranbringen als Einwanderungsland. Brauchen wir eine Leitkultur? Bärbel Höhn von den Grünen. Nein, wir brauchen keine Leitkultur, insbesondere nicht in dieser Art, in der de Maizière die vorgeschlagen hat, weil er wollte eigentlich spalten und er wollte nicht versöhnen, denn de facto ist der Begriff ja schon auch ein Tabu. Das heißt, er hätte eher über Werte reden können, wenn er es wirklich ernst gemeint hätte. Ich glaube, das war in die CDU hinein diskutiert und nicht in die Gesellschaft. Karl Lauterbach, die Leitkultur, brauchen wir das? Das, was also wir als Leitkultur haben, nämlich die Verfassung und dass sich jeder an Recht und Ordnung hält, das genügt und das ist aus meiner Sicht zu achten. Die Vorschläge, die der Innenminister jetzt gemacht hat, sind Banalitäten, dass man freundlich ist, sich die Hand gibt und dergleichen. Das ist in Wirklichkeit ja nicht wirklich nützlich. Er will damit spalten und sagen, der Islam oder die Muslime gehören nicht zu uns. Sarah Wagenknecht, Die Linke. Ja, ich würde mich ja freuen, wenn die Werte, die in unserem Grundgesetz verankert sind, wirklich Leitkultur in Deutschland wären. Also im Grundgesetz ist zum Beispiel ganz klar definiert, die Bundesrepublik ist ein sozialer Bundesstaat. Wir haben aber seit 20 Jahren in Deutschland eine Politik, die massiven Sozialabbau betreibt, Renten kürzt, die mit Hartz IV, mit Billiglohnjobs immer mehr Menschen in prekäre Situationen bringt. Und insoweit
da sollte man an die eigene Nase sich erstmal. 20 Sekunden sind um. Martin Renner von der AfD braucht wie eine Leitkultur. Ja, also ich denke schon, dass man so etwas wie eine Leitkultur braucht, auch wenn man vielleicht diese Begrifflichkeit gar nicht nennen muss. Aber ich bin schon sehr verwundert, dass plötzlich CDU diese Begrifflichkeit ins Spiel bringt, kurz vor einer Wahl, nachdem wir als Alternativ für Deutschland, die in diesem Feld immer operieren, auch diese Forderungen immer schon gestellt haben und wir dafür beschimpft werden. Die Runde ist vorbei. Vier dagegen, ein halbes Jahr mit Kritik zum Zeitpunkt. Herr Gröhe, wie fühlt sich das an? Also ich glaube, dass das gut tut, dass wir darüber streiten. Und wir haben vor Jahren die Debatte geführt. Ich dachte offen gestanden, wir wären schon weiter. Und es ist klug, dass wir sie jetzt angesichts der Mammutaufgabe der Integration von Hunderttausenden aus anderen Kulturkreisen erneut führen. Ich sage ausdrücklich, es geht um mehr als das, was rechtlich geboten ist. Wenn wir dafür eintreten, dass niemand herabgewürdigt werden darf, weil er andersgläubig, anderen Geschlechts, anderer sexueller Orientierung ist, dann wollen wir da doch Nein zu solcher Haltung nicht erst sagen, wenn Rechtsbruch vorliegt. Insofern das Recht zu beachten ist das eine, aber beispielsweise zu sagen, in allen deutschen Familien, in allen Familien in Deutschland, egal welchen Ursprungs, sollen Mädchen und Jungs dieselben Chancen haben, dafür müssen wir offensiv eintreten, nicht erst, wenn sozusagen rechtliche Fragen auf der Tagesordnung stehen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir wieder da hinkommen, wo wir schon einmal waren, als wir beispielsweise in den Integrationskursen, die die Bundesregierung massiv gestärkt haben, Wertevermittlung zu einem wesentlichen Bestandteil gemacht haben. Ein Vorwurf Sprache lautet ja, Herr Gröhe, dass es vor allen Dingen um Plattitüden geht. Ohne die AfD, ohne Herrn Renner und seine Kollegen, hätte es da diesen Vorstoß so kurz vor den Wahlen gegeben? Ich glaube selbstverständlich. Nicht. Noch einmal, wir führen diese Debatte seit mehreren Jahren. Es ist auch richtig, dass wir sie führen. Und wenn wir vor einer Mammutaufgabe stehen wie der Integration, dann zu beschreiben, fördern, welche Rechtsansprüche schaffen wir neu für die, die dauerhaft rechtmäßig hier leben, welche rechtlichen Rahmenbedingungen setzen wir, damit wir beispielsweise mit Straftätern richtig umgehen, aber dass wir uns auch das über das gesellschaftliche Klima unterhalten, dass wir gemeinsam als offene Gesellschaft auch gegen rechten Populismus oder religiösen Fanatismus prägen wollen. Darüber sollten wir uns verständigen. Und das ist angesagt vor der Wahl, nach der Wahl, zu jedem Zeitpunkt. Frau Höhn? Also aus meiner Sicht sind das eher Benimmregeln. Und das Problem, was ich habe, dass sie zum Teil auch sehr oberflächlich sind. Also zum Beispiel, wir geben uns alle die Hand. Ja? Also ich sehe das einfach bei jungen Leuten, dass sie das auch gar nicht mehr machen. Also die klatschen sich ab oder machen irgendwas. Also von daher, das war, sagen wir mal, das war sehr mal gerade mal eben so aus dem Bauch. Und das war eher in die Partei rein. Also ich hatte jetzt am Wochenende bin ich mit der Regionalbahn gefahren und da waren zwei ältere Herren, die saßen hinter mir und die haben sich relativ laut unterhalten, konnte jeder mithören. Und da sagte der eine, also der Bundesinnenminister, der redet die letzte Zeit aber ziemlich in Unsinn. Und da sagte der andere, ja, bei dem ist halt der Lack ab. Der war früher, war der mal für was Höheres bestimmt und jetzt wird er eigentlich hin und her geschubst. Mal ist er Verteidigungsminister, dann ist er wieder Innenminister, jetzt kommt und Herr Herrmann von der CSU, der ihn eigentlich beerben soll. Also für mich war das Ganze einfach noch mal ein Signal an die CDU, CSU. Ich bin wichtig und deshalb stelle ich das hier mal auf. Aber es ist wirklich kein Beitrag, der in der Gesellschaft selber für Mehrheiten sorgt. Also wie viel Wahlkampfsprüche Sie in der S-Bahn hören, ist schon interessant. Ich fahre offensichtlich mit anderen S-Bahn. Ich erlebe da nicht so eine Sprücheklopferei aus dem Wahlkampf. Thomas de Maizière trägt für innere und äußere Sicherheit in herausragender Weise in unserem Staat Verantwortung. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht auch nicht um das einzelne Beispiel des Händegebens. Es geht um die Frage, ob wir einander offen interessiert am anderen, ohne andere einzusortieren in rechtgläubig, falschgläubig etc., begegnen. Darum geht es. Und das Schlimme ist, was Sie ganz zu Beginn gesagt haben, dass Sie gesagt haben, Leitkultur, das solle doch ein Tabu sein. Nein, es darf gerade kein Tabu sein, sich darüber zu unterhalten, was gelingendes Zusammenleben bringt. Herr Lauterbach? Das ist aber die Frage, ob der Innenminister die Leitkultur vorgeben kann. Er gibt sie nicht vor. Das deutet er ja damit aber er an. Führt in dem eine Moment, gesellschaftliche in dem, Debatte. Ich hatte ihn ja auch zugehört. In dem Moment, wo er sagt, also wir sind nicht Burka, also ein selten dämlicher Spruch, denn wer sagt, wir sind Burka, täuscht er vor, als wenn er jetzt demnächst konkrete Vorschläge zur Leitkultur zu bringen hätte. Er bringt dann nur den Vorschlag, wir geben uns die Hand.
In Wirklichkeit wäre hier verlangt, dass er dafür sorgt, dass zum Beispiel bei der Bundeswehr keine Rechtsradikalen über Monate hinweg Anschläge planen können oder dass das BAMF funktioniert und dass nicht Leute reinkommen. Und wir haben selbst nach anderthalb Jahren noch keine Ahnung, wie gefährlich sie sind. Da ist der Innenminister verlangt. Und drum ist er auf Abruf. Drum ist er auf Abruf. Die Wahrheit ist die, die CSU will doch den... Hermann ist der Nachfolger, wenn die Union mitregiert, was ich ja nicht hoffe. Aber wenn die Union noch mal mitregiert, das ist ganz klar, dem es her ist sozusagen, da ist der Joghurt über das Datum, da wird Hermann das also ablösen. Und das weiß er und daher hat er jetzt noch mal versucht, einen Akzent zu setzen. Aber ehrlich gesagt, das ist ein verzweifelter Versuch abzulenken in der Organisation, war er immer schlechter als in der Rhetorik. Herr Vogel, dann Herr Renner. Ja. Ist ja schön, dass die Große Koalition jetzt schon über die Posten im nächsten Bundeskabinett spricht. Aber genau das scheint es mir auch zu sein, Wahlkampf. Und alles, was Hermann Gröhl gerade gesagt hat, ist völlig zustimmungsfähig, aber beschreibt genau die Werteordnung des Grundgesetzes. Das ist ja nun mehr als Recht und Gesetz, Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Achtung der Würde, wir gehen offen miteinander um. Das steht alles im Grundgesetz drin. Es soll in meinen Augen ablenken davon, dass der Innenminister seine Arbeit nicht macht. Ja. Was wir doch bräuchten als Einwanderungsland ist, endlich ein Einwanderungsgesetz. Wir was haben das, ein modernes Einwanderungsrecht. Ich habe Sie eben auch ausreden lassen. Haben wir nicht? Das wird die Standardfloskel für diese Sendung. Wir lassen einfach ausreden, da brauchen wir es nämlich gar nicht sagen. Genau, was wir brauchen, ist doch mal ein einheitlicher Rechtsrahmen, der klar definiert, wer braucht unsere humanitäre Verantwortung, unseren Schutz auf Zeit. Welche Talente wollen wir einladen auf unseren Arbeitsmarkt? Wo wollen wir um die werben weltweit? Und für wen gilt weder noch? Das haben wir nicht. Ein solches Einwanderungsgesetz brauchen wir. Und da müsste der Innenminister seine Hausaufgaben machen. Richtig. Also wir klopfen ab. Was ist von den Parteien zu erwarten? Vorschlag der FDP, ein Einwanderungsgesetz ist das, was, wenn Sie an der politischen Willensbildung mitgestalten können, von Ihnen zu erwarten ist. Also letztlich geht es ja darum, Leitkultur ist eine Begrifflichkeit auch aus einem anderen Bereich, nämlich dem Bereich der Integration. Haben wir denn eine Integration oder stellen wir fest, dass wir in den Großstädten, in den Städten in Deutschland doch zunehmend Parallelgesellschaften entwickelt? Und aus Parallelgesellschaften werden im Laufe der Zeit möglicherweise auch Gegengesellschaften, die sich um die Durchsetzung der Normen dann letztlich streiterisch verhalten. Und natürlich ist es ein Wahlkampfmodus, in dem die CDU jetzt gerade gegangen ist, in dem diese Leitkulturdebatte von Herrn de Maizière. Müssen sich noch einarbeiten. De Maizière. Ich glaube, es sollte ein Wortspiel werden, aber eingeleitet worden ist. War jetzt nicht die sehr. Die Frage ist, denn das hat man ja auch oft in unserer Debatte, in unserem politischen Raum, Multikulti ist bunt. Und da gibt es zum Beispiel einen Herrn Cohn-Bendit, der gehört eher zu Ihrer Fraktion, der mal gesagt hat, eine multikulturelle Gesellschaft wird hart, schnell und grausam sein und wenig solidarisch. Im Grunde das Gegenteil einer deutschen Gesellschaft. Und insofern ist das zwar ein Wahlkampftrick von Herrn de Maizière, aber er hat recht, über diese Dinge müssen wir debattieren. Also, ich jetzt auch mal unsere Position darstellen kann. Also ich finde, das Letzte, was wir brauchen, sind abgehobene Debatten. Und Herr de Maizière sollte sich lieber mit den realen Problemen beschäftigen. Wir haben ja tatsächlich Probleme mit Integration. Aber das hat wenig mit Religionen zu tun, sondern das hat viel damit zu tun, dass wir ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem haben. Das hat viel damit zu tun, dass wir eine zunehmende Ghettoisierung bei Wohngebieten haben, weil irgendwann die Politik beschlossen hat, dass die Bereitstellung von Wohnraum keine öffentliche Aufgabe ist, sondern das hat man dann eben Spekulanten und Miethaien überlassen. Und all diese Dinge haben natürlich damit... Die ganz große Weltkugel... Ich will es aber ganz konkret machen. Also Sie haben die anderen auch ausreden lassen. Wenn ich sage, die realen Probleme... Probleme mit Integration, wo fangen die an? Also ich war vorige Woche in einer Schule im Norden von Essen. Klassisches Problemviertel, sozialer Brennpunkt. An dieser Schule haben etwa 80% der Kinder Migrationshintergrund. Die meisten kommen aus Hartz-IV-Familien. In der 5. Klasse sprechen die meisten Kinder kein normales Deutsch. Und für viele ändert sich das auch nicht bis zum Abschluss der Schule. So, also was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen? Ja, aber da müssen wir doch drüber reden, warum das so ist. Ich meine, die Lehrerinnen haben mir sehr deutlich und Lehrer die Situation an der Schule geschildert. Jahr für Jahr spitzen sich die Probleme zu. Und was passiert? Sie haben nicht mehr Personal, sie haben
weniger Personal, vor allen Dingen weniger Förderlehrer, weniger Sozialpädagogen. Und am Ende ist eine Lehrerin dann mit 20 Kindern allein gelassen. Und es ist völlig klar, dass bei Kindern einer solchen Sozialstruktur, dass dann diese Kinder überhaupt nie eine Perspektive im Leben haben. Ja, und dadurch verfestigen sich eben solche Parallelwelten. Weil man NRW hat halt die niedrigsten Bildungsausgaben. Sie waren alle daran beteiligt, an einer Politik so unter der Chor beginnt, wir das noch mal. Frau Wagenknecht hatte gerade das Wort. Sie und ich sagt, finde, da zeigt sich doch ganz deutlich, also, was nehmen. Wir brauchen und was wir nicht brauchen. Nicht brauchen wir irgendwelche Benimmregeln, sondern konkrete Verbesserungen, zum Beispiel in solchen Schulen, in Problembezirken. Die brauchen mehr Personal. Die brauchen zum Beispiel auch Dolmetscher. Die haben nicht das Problem, dass die Eltern der Kinder ihnen nicht die Hand geben. Das tun sie auch nicht. Aber das größere Problem ist, dass die meisten Eltern kein Deutsch sprechen und sie gar nicht mit ihnen reden können. Da brauchen sie wenigstens Dolmetscher, um irgendwie für die Kinder sich bei den Eltern einzusetzen. Das sind konkrete Probleme. Und da könnte man was tun. Herr Renner kommt aus dem Kopfnicken gar nicht raus. Nein, aber die AfD hat nun schon gar keine Konzepte, um mit solchen Problemen hinzugehen. Also das ist ja völlig absurd. Sie spalten doch nur. Sie hetzen die Leute gegeneinander auf. Das ist nicht das, was uns daran, dass die Probleme mit der Herkunft, mit der Integration daran liegt, dass diese Leute ihre Herkunftskultur für wertvoller halten als die hiesige Kultur. Ich rede über Kinder, die sind und in Deutschland geboren. Und diese hiesige Kultur, die müssen wir versuchen zu bewahren, weiterzuentwickeln, für die Zukunft weiterentwickeln. Und vielleicht liegt es daran, dass das die Politik, dass die Politik eben meint, das Fremde gar nicht so sehr liebt, aber das Eigene so sehr hasst. Das heißt, wir müssen unsere Kultur, unsere Grundlage weiterentwickeln und auch darauf stolz sein und uns entwickeln und dann zu denjenigen, die hierher zu uns kommen, sagen, das ist die Grundlage. Aber Herr Renner, wir reden hier über Leute, die leben seit vielen Jahren in Deutschland. Eine direkte Entgegnung von Frau Wagenknecht, ich habe sie eben angesprochen. Ja, also ich muss mal sagen, ich finde, das ist wirklich völlig neben diesem Problem. Wir haben ja nicht nur das, was ich eben gesagt habe, dass die Kinder kein Deutsch sprechen, dass die Eltern das nicht. Das sind ja teilweise Generationen, die schon hier leben, die aber keine Chancen haben. Ich meine zum Beispiel die Menschen mit Migrationshintergrund in NRW. 30% leben von Hartz IV. Das heißt, generationenübergreifend gibt es da keine Chancen und keine Perspektive. Und das ist doch der Kern. Ich meine, die eine Lehrerin hat mir gesagt, sie wundert sich, dass wir in Deutschland noch nicht solche Gewaltausbrüche haben wie in den Vorstädten von Paris. Weil die Situation da ist. Aber nicht, weil das Moslems sind oder nicht, weil die sich nicht integrieren wollen, sondern weil sie keine Chancen kriegen. Aber das sagt doch jetzt Herr Lauterbach dran. Also jetzt ganz kurz. Sie haben beide eines gemeinsam. Sie geben nebulöse Geschichten. Also, wissen Sie, Herr Lauterbach, Sie sollten vielleicht auch mal in so eine Schule hingehen. Ihre Regierung regiert da seit 7 Jahren. Ich lebe in Köln. Ich kenne die Fakten. Ich lebe auch im Ruhrgebiet. Ja, dann sagen Sie mal, Frau Kraft, dass Sie ein bisschen mehr Geld in Bildung investieren sollten, falls Sie noch mal gewählt wird. Ich kann es kurz sagen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Schulabbrecherquote von 5,5%. Die ist etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt. Bei also Mädchen mit Migrationshintergrund ist die Abiturientenquote höher als bei Mädchen ohne Migrationshintergrund. Das heißt, die Probleme, die Sie hier fabulierend lösen wollen, mit Leitkultur oder was auch immer, die gibt es de facto nicht. Sie sagen, da gibt es keine Probleme. Wir machen diese kleinen Kinder die Augen zu. Darf ich erst mal noch mal im Interesse der Zuschauer um ein bisschen Disziplin? Ich habe nicht gesagt, dass es keine Probleme gibt. Aber ich habe nur gesagt, dass Sie dramatisch die bestehenden Probleme, an denen wir lange arbeiten, Herr Lauterbach, in einer Art und Weise verfälschen. Herr Lauterbach, wie lange haben Sie... 5,5% Schulabbrecherquote ohne Abschluss in NRW. Also der erste Punkt ist, wenn wir über NRW reden, sollten wir auch über die richtigen Zahlen reden. Genau. Die Schulministerin hat, und zwar Rot-Grün, haben 10.000 Stellen, die eigentlich Schwarz-Gelb KW gestellt hat, also abbauen wollte, weil die Schülerzahlen runtergegangen sind, haben sie erstmal erhalten. Dann haben sie 8.000 neue Stellen geschaffen, von denen noch nicht alle besetzt sind, weil noch nicht genügend Lehrer da sind auf diese vielen Stellen, die da angeboten worden sind. Und dann sage ich Ihnen mal, ja, ich wohne ja im Ruhrgebiet, mitten im Ruhrgebiet. Und natürlich haben Sie an Hauptschulen haben Sie in der Tat ein Problem. Weil da teilweise eben ganz, ganz viele verschiedene Nationalitäten sind. Und deshalb finde ich, dass wir das eine haben wir die Integration von Flüchtlingen.
Da heißt es ja auch Sprachkurse, dann heißt das Ausbildung und dann heißt das Arbeitsplatz. Aber genauso müssen wir uns auch die Generation, die in der Tat schon seit 2 oder 3 Generationen von Hartz IV oder Sozialhilfe leben, die müssen genauso integriert werden. Da muss auch das Geld da sein und das muss auch stärker vom Bund kommen, weil ein Land sich das einfach nicht mehr leisten kann. Also ich fasse jetzt hier mal zusammen. Entschuldigung, wenn es um das Thema Integration geht, um das Thema Leitkultur, höre ich von dieser Seite, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, wir müssen mehr investieren, wir müssen mehr Bildungschancen vermitteln, dann klappt das auch besser. Die Komponente, was kann man denn verlangen? Das ist das, was Herr Gröhe am Anfang gesagt hat, wenn man eine Leitkultur gibt von Menschen, die zu uns kommen. Da habe ich bisher wenig gehört. Deswegen fragen wir mal einen Zuschauer oder wir spielen einen Zuschauer ein, der uns dazu genau was gesagt hat. Sie dürfen seit 2014 beide Pässe haben. Kinder ausländischer Eltern, die hier geboren sind. Sie müssen sich nicht mehr zwischen der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und der Deutschen entscheiden. Unser Zuschauer Dirk Dümmer aus Köln hält das für einen Fehler. Er schreibt uns: Doppelpass ist nur Doppelspaß für die Inhaber. Warum kann man sich nicht zwischen 18 und 21 Jahren ganz klar zu seinem Land bekennen? Ob es nun das oder das Land ist. Sobald ich mich bekenne, kann ich mich auch viel besser integrieren, weil ich ja vollständig zu diesem Land gehöre und nicht mit einem Fuß noch in dem anderen Land bin, welches Land das auch immer sein mag. Die Integration wäre doch mit einem klaren Bekenntnis zu einer Nationalität viel einfacher. Liebe Politiker, warum schafft ihr nicht endlich diesen Doppelpass ab? Herr Gröhe, warum eigentlich nicht? Also erstens, wer sich einbürgern lässt, muss auf seinen bisherigen Pass verzichten. Wir haben in Deutschland nicht den Grundsatz der Mehrstaatlichkeit, das ist richtig. Ein hier zugewanderter Arbeitsmigrant, der Deutscher werden kann und will, der muss seine angestammte Staatsangehörigkeit aufgeben. Wir haben eine Sondersituation bei den hier geborenen Kindern. Und ich fand auch beim Optionsmodell seinerzeit überzeugend, dass sich die meisten entschieden haben, nachher ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit zu behalten. Und ich halte es für richtig, dass wir jetzt darüber nachdenken, dass wir jedenfalls diesen Zustand der Zweistaatigkeit dann nicht in mehrere Generationen vererben. Da gibt es kluge Vorstellungen des Sachverständigenrats für die Integration. Und ich finde das sehr charmant, wie Sie klug, wie Sie das jetzt zu begrenzen. Wir wollen, dass Menschen ganze Sache mit ihrer Heimat machen. Und das gilt erst recht für die, die hier geboren sind. Wie definieren Sie, Herr Gröhe, das Wort wir? Die Kanzlerin sagt, sie möchte keinen Wahlkampf gegen den Doppelpass führen. Es gibt einen Parteitagsbeschluss, genau diesen Doppelpass, diese Möglichkeit abzuschaffen. Wer ist jetzt wir? Also erst einmal gibt es in der Tat bei dieser Wahlentscheidung noch Wichtigeres als diese Frage. Es ist ein Element von Integration. Ist das nicht immer Sache der Wähler zu entscheiden, aber, was ihnen wichtig ist? Das hat man zum Beispiel auch bei der Wahl gestern gesehen. Aber natürlich, jede Frage werden wir auch beantworten. Dazu auch diese, selbstverständlich. Aber dass wir in der Frage Arbeitsmarkt, Integration, Europa, dass es um noch zentralere Fragen geht, ist doch ebenso unbestritten, wie ich es für sinnvoll halte, dass wir im Rahmen einer Koalition dann uns auch darüber unterhalten, ob wir nicht aufnehmen den Vorschlag des Sachverständigenrats, dass jedenfalls die Weitervererbung einer doppelten Staatsangehörigkeit aufgehoben wird. Das ist nicht einfach rechtlich, aber es lohnt sich, darüber zu debattieren. Und das Entscheidende, da stimme ich ja dem Zuschauer sehr zu, ganze Sache mit der Heimat. Das wollen wir auch von denen, die sich hier integrieren. Und deswegen sollte der Doppelpass die Ausnahme sein. Warum sagt Frau Merkel dann nicht mit ihrer Partei gemeinsam, das drehen wir zurück? Das hat sie so nicht gesagt, sondern es ging um die Frage, ob wir wenige Wochen, bevor diese Legislaturperiode gesetzgeberisch zu Ende kommt, einen paar Monate zuvor beschlossenen Kompromiss gleichsam aufkündigen oder ob wir uns die Mühen machen, beispielsweise im Hinblick auf diese Generationenbegrenzung. Das ist nicht mal eben schnell ins Gesetzblatt geschrieben. Das sind schwierige Fragen, auch mit den Herkunftsländern zu klären, dieses Thema weiter anzugehen. Und noch einmal, mir liegt daran klar festzustellen, wer sich etwa von denen, die dauerhaft rechtmäßig hier jetzt als Zugewanderte bleiben, einbürgern lassen will, muss auch nach heutiger Rechtslage seine hergestammte Staatsangehörigkeit aufgeben. Da hat
der liebe Kollege Gröhe aber offenbar den Vorschlag des Sachverständigenrats, den er selber zitiert, nicht komplett gelesen. Denn das Staatsbürgerschaftsrecht, was wir haben, ist wieder ein typisches Beispiel für die Arbeit der Großen Koalition. Es ist Stückwerk. Es ist Stückwerk. Der Sachverständigenrat schlägt vor, sich am Beispiel von erfolgreichen Einwanderungsländern wie zum Beispiel Kanada zu orientieren. Ich halte das für klug. Was machen die? Die lassen den Doppelpass zu. Eben gerade auch in der ersten Generation. Das tun denn wir doch da auch. Entstehen, nein, das tun wir nicht. Tun wir, wenn jemand hier geboren ist, das ist erste Generation. Da wird das zugelassen. Wenn jemand hierher kommt und sich einbürgern lassen will, und ich finde, das muss unsere Integrationspolitik sein, die muss doch auf Einbürgerung ausgerichtet sein. Da gibt es ja auch hohe Hürden. Man muss die Sprache sprechen, einen Test bestehen, einen Eid aufs Grundgesetz leisten. In anderen Ländern muss man dann, wie in Kanada zum Beispiel, nicht seinen Herkunftspass abgeben. Das ist auch realistischer. Die Leute haben oft noch Eigentum und Herkunftsland etc. Im Gegenzug soll dann in der Tat, und das halte ich für ein vernünftiges Modell, Doppelpass sich nicht über 100 Jahre vererben, sondern für die Urenkelgeneration dann irgendwann nicht mehr bestehen. Also wie viele Generationen belegen Sie zu? 3 Generationen, aber im Gegensatz zum heutigen Stückwerk eben Doppelpass auch in der ersten Generation. Erstmal mehr Doppelpässe, dann vernünftige Integration. So machen wir es mit den Deutschen im Ausland, so machen es erfolgreiche Einwanderungsländer, so sollten wir es doch auch machen. Was spricht dagegen, Herr Lauterbach? Zunächst einmal gebe ich ein Vogelrecht, dass es also richtig ist, dass diejenigen, die hier dauerhaft leben, irgendwann den zweiten Pass abgeben müssen, auch diejenigen, die jetzt sagen wir von der Altregel betroffen sind. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ausgerechnet also den Doppelpass erweitern würden, Ihrem Vorschlag folgend oder dem Vorschlag des Sachverständigenrates auch folgend, dann würde das eine in der Bevölkerung verwirrende Diskussion bringen. Ich müsste dann argumentieren, um besser integrieren zu können, gebe ich mehr Doppelpässe aus. Ich muss ja auch vermitteln können. Also somit der Vorschlag, ich halte den Vorschlag noch nicht mal für also dumm, ehrlich gesagt. Das ist ein Vorschlag, der in Kanada ja gut funktioniert. Genau. Aber ich muss die Bürger mitnehmen. Und daher, wenn wir jetzt das Doppelpass-Angebot, also was wir haben, abgeschafft hätten, dann hätten wir nur Erdogan in die Hände gespielt, weil er das sofort genutzt und hätte gesagt, die wollen die Türken hier nicht integrieren, das ist eine Kampfansage gegen unsere Kultur und so weiter und so fort. Daher war das der falsche denkbare Zeitpunkt. Herr Lauterbach, ich glaube, mit Augenmaß, wir müssen aus dem Doppelpass mittelfristig. Gestatten Sie eine Frage, kann ja, das ein Argument sein? Mit Verlaub ist Herr Erdogan ja nicht jemand, den man als Partner bezeichnen kann. Muss man Rücksicht nehmen auf einen Menschen, nein, der null Rücksicht nimmt? Nein, aber ich muss aber auf europäische Partner. Nein, ich muss aber auf diejenigen Rücksicht nehmen, die ich dann jetzt hier, die hier geboren worden sind, die ich dann zwinge, sich entweder für Erdogan oder für uns zu entscheiden. Ich zwinge diese, und das sind zum Teil Menschen, die, sagen wir, hier voll integriert sind. Die brauchen diesen zusätzlichen Ärger nicht. Deren Integration hängt doch nicht davon ab, dass sie noch den zweiten Pass für eine vorübergehende Zeit haben. Entschuldigung, Herr Lauterbach, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Ja, Sie haben einen Wahlkreis, in dem sehr viele Deutsch-Türken auch sind. Genau. Wenn das so ist, wie Sie das beschreiben, ich will jetzt keine rückwärtsgewandte Debatte, aber dann gucken Sie sich doch mal diese Zahlen an. Können Sie mir die erklären? Bei der Abstimmung über Erdogans Präsidialsystem stimmten insgesamt 51% der türkischen Wähler mit Ja. Bei den Deutsch-Türken, die hierzulande abgestimmt haben, war der Anteil der Ja-Stimmen viel höher. Er lag bei 63%. Also aus einem sicheren Land der Meinungsfreiheit heraus eine Art Diktatur befürworten. Ist das etwas, was Sie sagen, das macht uns Mut, auf sowas wie ein bisschen Druck auch durch eine andere Passregelung zu verzichten? Zunächst einmal haben diese Bürger ja nicht für Deutschland oder für Erdogan abgestimmt, sondern die haben sich in den Streit also eingemischt in der Türkei. Das heißt, ich habe mit sehr vielen Türken über diese Abstimmung gesprochen. Mehr als die Hälfte hat überhaupt nicht abgestimmt. Und von denjenigen, die dann abgestimmt haben, haben 60% dann für Erdogan gestimmt. Wenn ich das jetzt umrechne, ist das ungefähr ein Drittel. Sie sind ein Meister der Statistik. Ich darf nicht den Eindruck erwecken. Das spielt dem Erdogan und auch all den Hetzern in die Hände. Ich darf nicht den Eindruck erwecken, als wenn das eine
sinnvolle Abstimmung über die Integration, ob die gelingt oder nicht in Deutschland. Aber vor allen Dingen, das ist eine leidenschaftliche Diskussion und ich habe Wortmeldungen von allen vorliegen. Und ja, aber ich möchte jetzt schon gerne darauf eingehen. Frau Wagenknecht, Entschuldigung, ist noch mein Job. Ich immer am Schluss rankomme. Also ich finde das irgendwie eine merkwürdige Reihenfolge. Weil Ihre Beiträge so sind, dass Sie ein Ausrufezeichen sind. Also ich habe jetzt in der ganzen Debatte schon viermal gehört, Einwanderungsländer machen das so und so mit den Pässen und Deutschland wäre ein Einwanderungsland. Sind wir denn ein Einwanderungsland und nach welchen Kriterien haben wir denn Einwanderung? Das muss doch vorgängig erstmal geklärt werden. Nach meiner Auffassung sind wir kein Einwanderungsland. Das ist gerade der Unterschied. Ja, gut, aber das ist der Unterschied. Also wirklich eine Debatte nach der nächsten. Also der Doppelpass hat ja mit der Frage, dass Menschen, die in Deutschland teilweise geboren sind, lange hier leben, jetzt plötzlich einem islamistischen Diktator zujubeln, relativ wenig zu tun. Natürlich ist der Doppelpass kein Idealzustand, aber dass die eine Debatte mit dem anderen verknüpft wird, der Doppelpass ist ja eher ein Symptom. Und da müssen wir doch darüber reden, warum entstehen denn solche Stimmungen? Die entstehen ja nicht, weil es zwei Pässe gibt, sondern die entstehen zum Beispiel, weil es in Deutschland völlig normal gehalten wird, dass Erdogans Hassprediger hier in den Moscheen eine ganz bestimmte Art von Islam predigen. Also der Islam hat ja ganz viele Facetten, was die AfD nie kapieren wird. Aber er hat auf jeden Fall sehr viele Facetten. Ich habe mich 30 Jahre mit dem Koran beschäftigt. Das können Sie sicherlich nicht unterstellen. Und deswegen ist es natürlich ein Problem, wenn der aufgeklärte Islam immer weiter zurückgedrängt wird und ein wirklich stockreaktionärer politischer Islamismus, der insbesondere von der Türkei gefördert wird, von Erdogan gefördert wird, dann sich hier immer ausbreitet und der deutsche Staat zum Beispiel das auch noch bezahlt. Wir bezahlen ja, wir finanzieren ja zum Beispiel DİTİB, diesen Moscheeverband, diesen Islamverband, der direkt der türkischen Regierung untersteht. Das heißt, wir sind mitverantwortlich. Oder es gibt auch zum Beispiel Bereiche, da hat der Staat sich zurückgezogen. Hausaufgabenhilfe für Kinder muslimischer Eltern. Da gibt es kaum staatliche Angebote, aber richtig reaktionäre islamistische Organisationen dringen in den Bereich vor, bieten da ihre Dienste an und natürlich nutzen sie das dann, um auch ideologisch zu arbeiten. Und ich finde, hier, das ist das Kernproblem und nicht die Frage, wie viel Doppelpässe war. Ich möchte diesen Rahmen noch mal herstellen. Wir haben, Entschuldigung, Frau Höhn, Sekunde. Das ist auch, was Sie vorhin gemacht haben. Das finde ich als auch eine Vermischung von zwei Tatsachen. Sie haben nämlich ein bisschen suggeriert, dass diejenigen, die jetzt mit Ja für Erdogan zur Fassung gestimmt haben, was mit dem Doppelpass zu tun haben. Haben die aber wirklich nicht. Also wir haben 2,9 Millionen berechtigte Wahlberechtigte gehabt. Davon haben 416.000 haben Ja zur Verfassung gesagt. 13%. Viele haben ja eben gar nicht abgestimmt. So, und diejenigen, die einen Doppelpass haben, das sind in der Regel diejenigen, die viel stärker integriert sind als die anderen. Also vielleicht sollten wir doch mal einmal sagen, es geht doch um Integration. Es geht darum, dass die Leute hier ihre Leistung bringen und es geht nicht um das Symbol, haben Sie einen Doppelpass, ja oder nein. Das finde ich, das ist Ihre Meinung, Frau Höhn, und ich möchte gerne noch mal sagen, dass die Grundfrage ja ist ein Phänomen, was niemand bestreiten wird, dass oft die erste Generation, obwohl dann noch Sprachhemmnisse sind, besser integriert sind, die zweite und in der dritten es ein Rollback gibt und auch da ist der Doppelpass ein Symbol an einer Zweistaatlichkeit festzuhalten. Also 400.000 Menschen in unserem Land, die für diesen Weg in eine islamistisch geprägte, autoritäre Herrschaft stimmen, sind eine Riesenherausforderung. Ja, die soll man nicht kleinreden. Genau. Und übrigens, die vielen gut integrierten, türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen sich ja gerade von diesen Reaktionären aus der eigenen Herkunftscommunity eher bedroht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Integration machen mit der klaren Ansage, mach mit dieser Wertordnung, ja, das Grundgesetz ist das entscheidende Fundament, ganze Sache. Und das sollte auch in der Staatsangehörigkeit untermauert werden. Und ich finde es völlig verfehlt, wenn Rot-Grün im Landtag in Nordrhein-Westfalen nicht Staatsangehörigen, nicht EU-Ausländern ein kommunales Wahlrecht geben will, weil sie damit die entscheidende Grundfrage, nämlich sozusagen, dass das Mitwirken, dass demokratische Mitwirkung zum zweifelsfreien Bekenntnis zu diesem Gemeinwesen gehört, dass Mitbestimmung und Clubmitgliedschaft salopp gesagt zusammengehören, aufgegeben wird. Wer Wahlrecht verramscht, redet die Staatsangehörigkeit und das demokratische Grundrecht klein. Und deswegen war das ein völlig falscher Schritt von Rot-Grün im Landtag von NRW. Wer möchte darauf antworten? Herr Lauterbach oder Frau Höhn, Sie sollen das auskegeln. Also ich fange vielleicht an und dann, oder möchten Sie? Ja, halbe. Halbe.
Zunächst einmal, wer hier Steuern zahlt, wer über die Kommune entscheidet, wer sich für Integration einsetzt, das muss ja funktionieren. Den Leuten kann ich nicht sagen, ihr bezahlt die Steuern, ihr kämpft für die Integration. Das sind ja zum Teil diejenigen, die uns am stärksten gewogen sind. Aber ihr dürft nicht wählen. Das ist undemokratisch und unfair. Ihr dürft euch einbürgern lassen. Das ist viel mehr. Sie dürfen sich ja nicht wählen lassen. Ja, genau. Sie dürfen aber wählen. Dürfen das war die eine Hälfte vor Höhe mit der zweiten Hälfte. Es geht um die Wahl und es geht nicht darum, dass Sie ein politisches Amt wahren. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich finde es gerade richtig, dass wir auf kommunaler Ebene, da geht es um ganz, ganz viele praktische Sachen. Ja? Und da geht es eben auch um Sachen, also ich wohne ja im Ruhrgebiet und wir haben bestimmte Teile hier in Oberhausen zum Beispiel, wo auch sehr viele, zum Beispiel türkische Mitbewohner leben. So natürlich. Natürlich geht es dann kommunal Sachen auch um das, was die betrifft. Und warum sollen wir sie nicht gerade auf kommunaler Ebene integrieren, mit einbinden in diese Entscheidung? Das ist doch eine Integration. Ich möchte Sie einladen, Staatsangehörige zu werden. Genau. Ich finde das ein wunderbares Beispiel, ein kleines Beispiel, aber das noch mal abzufragen. Wie ist die Meinung der FDP dazu, zu diesem Kommunalwahlrecht? Ausgeführt, ich bin für eine Einbürgerungspolitik. Meine Frage ging jetzt auf das Symbol. Halte ich es für vernünftig, dass derjenige, den wir einbürgern, auch mit dem Doppelpass leichter als bisher, dass er nicht seine Staatsbürgerschaft abgeben muss, dass der wählen kann und wir kein Wahlrecht für Ausländer einführen. Und ich will eins sagen, weil hier gerade von der Werteordnung die Rede war, über die entscheidende Frage reden wir doch nicht. Was ist denn der Schluss, der aus dem Verhalten von Herrn Erdogan, der Türkei und auch im Zuge dieses Referendums zu ziehen ist? Es war doch fatal, dass der überhaupt die Bundesregierung es den kommunalen Bürgermeistern überlassen hat, zu verhindern, dass der das hier Auftritte macht. Das ist eine Diskussion, macht. Die haben wir schon die haben aber es ist doch wichtig. Die Bundesregierung drückt sich doch davor, die eigene Türkei-Politik zu überdenken. Es ist doch, wenn Herrn Erdogans Verhalten eines zeigt, dann, wenn wir unsere Werteordnung ernst nehmen, dann gibt es keine Perspektive derzeit für die Türkei in der Europäischen Union. Und so ehrlich muss man sich in der Debatte da sind wir uns einig. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Herr Erdogan einen Tag Zweifel daran hatte, wie die deutsche Bundesregierung dazu denkt. Die Beschimpfungen von seiner Seite waren ja sehr klar. Diese Diskussion, darf ich die an dieser Stelle ablehnen, ist ebenfalls klar. Die haben wir als es aktuell war, geführt. Hier ging es noch mal um das Symbol und auch die Frage, was man aus einem solchen Abstimmungsverhalten zur Integrationsleistung der Deutschen, der hier geborenen Deutsch-Türken und der anderen Türken sagen kann. Vorentscheidung im Westen. Was liefern die Parteien bei Integration? Darüber haben wir jetzt gesprochen. Hier ist das nächste Thema. Thema innere Sicherheit. Es gibt unzählige Angriffe und Verbrechen, bei denen Messer oder Gruppen von Tätern beteiligt sind. Sie verletzen Familienväter derart schwer, dass sie wochenlang auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen müssen, wie letztens in Mülheim geschehen. Ein junger Vater wurde in Duisburg von zwei Tätern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Er konnte sich nicht wehren, weil er sein Baby dabei hatte. Frage an die Runde. Was werden Sie unternehmen, um diese Verbrechen zu verhindern, sie aufzuklären und die Täter zu bestrafen? Wir Bürger wollen uns wieder sicher fühlen in unserem Land. Ihre Antworten in 20 Sekunden wieder. Schnell, aber fair. Geht los bei Herrn Renner und dann links rum. Also ich glaube, dass das Thema innere Sicherheit natürlich ein ganz erhebliches Thema, ein ganz wesentliches, ein relevantes Thema ist. Was wollen Sie tun? Gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Also bei uns besteht die Auffassung, dass wir aufstocken müssen, das Personal aufstocken müssen, dass wir die Dotationen für die Polizisten, die Überstunden, die produziert werden, dass die alle in dieser Größenordnung nicht stattfinden können. Das ist das, was Frau Wagenknecht. Es ist völlig klar, dass in einem Land, wo in den letzten Jahren 18.000 Stellen bei der Polizei abgebaut wurden, dass da natürlich die innere Sicherheit sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Also natürlich brauchen wir besser ausgestattete Behörden, wir brauchen auch bessere technische Ausstattung, aber wir können auch nicht alles mit Polizei lösen. Natürlich muss man auch da anfangen, wo die Wurzeln sind. Und ich will nicht das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Prävention vor Abarbeit, die ist natürlich mindestens genauso wichtig. Herr Lauterbach. Wir müssen mit der Wahrheit anfangen. Dazu gehört, Frau Wagenknecht, dass wir in NRW in den letzten 7 Jahren die Zahl der Polizisten deutlich aufgestockt haben. Von 1.100 auf 2.000, die pro Jahr ausgebildet werden, also fast verdoppelt. Wir werden das auf 2.300 steigern. Wir brauchen deutlich mehr Polizei. Wir brauchen auch die Zusammenarbeit der einzelnen Länder bei der Kriminalstatistik. Und wir brauchen Aufklärung, wie der Bürger sich schützen kann. Frau Höhn.
Gewaltverbrechen, wie das eben geschilderte, müssen natürlich konsequent verfolgt werden. Das geht überhaupt gar nicht. Und deshalb müssen die Strafverfolgungsbehörden über die Länder hinweg auch besser zusammenarbeiten, damit die nicht irgendwie mal kurz abhauen können. Und wir brauchen auch mehr Polizei auf der Straße, also mehr Präsenz. Das ist in Nordrhein-Westfalen geschaffen worden mit mehr Stellen. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Herr Vogel. Wir brauchen einen Staat, der sich auf seine Kernaufgaben besinnt, ja. Und dazu gehört natürlich ein funktionierender Rechtsstaat. Das heißt, keine anlasslose Massenüberwachung von allen Bürgern, sondern gut ausgestattete Polizei. In NRW ist die Lage leider nicht gut. Die Bilanz von Innenminister Jäger ist desaströs. Und deshalb müssen wir mehr Polizei einstellen und auf die Straße bringen. Das ist die richtige Antwort. Das haben wir getan. Herr Gröhe, beschließt die Runde. Mehr Polizei. Wir müssen ihnen politisch den Rücken stärken, sie nicht immer wieder, wie das von links geschieht, unter Generalverdacht stellen. Und wir müssen sie mit entsprechenden Kompetenzen ausstatten. Nur Nordrhein-Westfalen und Bremen und Berlin kennen keine Schleierfahndung. Ein wichtiges Instrument, wenn man daran denkt, dass in NRW viel weniger Straftaten aufgeklärt werden als anderswo, aber fünfmal so viel Wohnungseinbrüche wie in Bayern. Da verlangen Menschen in NRW zu Recht endlich mehr zu tun für die Sicherheit. Mit Herrn Jäger geht das auf keinen Fall. Das ist der nordrhein-westfälische Innenminister. Klar, dass das aufs Land bezogen ist. Eine Formulierung, Herr Lauterbach, ist mir eben aufgefallen. Sie verlangen mehr Aufklärung, wie Bürger sich schützen sollen. Ist das Aufgabe der Bürger, sich selbst zu schützen? An was denken Sie? Taekwondo oder andere Fenster? Es ist ja genau wie in der bundesweit werden ungefähr 2% aller Einbrüche komplett aufgeklärt. Das heißt, die Bundesländer unterscheiden sich da sehr wenig. Auch NRW liegt nicht wesentlich anders als andere Länder. Aber bei denen komplett aufgeklärt. Wir haben ja einen Faktencheck. Also nur 2% werden 50% der Einbrüche, die in NRW derzeit versucht werden, misslingen. Das ist Aufklärung. Beim Einbruch ist das Entscheidende, die Vorbeugung. Für 400 bis 800 Euro kann ich eine Wohnung sehr sicher machen, für 2000 Euro ein ganzes Haus. Ja, das ist das. Und das ist zynisch. Also das, ich meine, das ist verdammt nochmal Aufgabe des Staates. Nein, Sie können, Sie müssen sich ehrlich machen. Sie müssen sich ehrlich machen. Sie müssen sich ehrlich machen. Ein Profi-Einbruch. Wenn ich jedem Profi-Einbrecher nachhechle, so viel Polizei können Sie nicht einstellen. Das heißt, Sie müssen tatsächlich, und da müssen die Bürger unterstützen, die müssen das Geld dafür bekommen, dass sie sich diese Wohnungsschutzmaßnahmen leisten können. Das muss nicht sozusagen der Bürger bezahlen, das müssen wir bringen. Aber das ist das ist genauso wie bei schweren Erkrankungen. Das ist eine Vorstellung. Entschuldigung, lassen Sie Herrn Lauterbach mal ausreden. Das ist genauso wie bei schweren Erkrankungen. Es gibt schwere Erkrankungen, die kann ich schlechter heilen, als dass ich sie vorbeugen kann. Und beim Einbruch ist das genau das Gleiche. Entschuldigung, wenn Sie das Beispiel wählen, Sie sind Gesundheitspolitiker, Krebs kommt oft von innen, Einbrecher kommen oft von außen. Ah, voilà. Ist das tatsächlich Ihr Ernst? Habe ich das richtig verstanden? Dass Sie sagen, wir kapitulieren davor, unseren Staat, lassen Sie mich kurz ausreden, so abzusichern, durch welche Maßnahmen auch immer, das ist ja sehr diskutierenswert. Und unser Rezept ist Warnanlagen, zur Not dann mit Hilfe vom Staat. Die Reichen haben sie schon. Die anderen, da helfen wir beim Nachrüsten. Ist das tatsächlich Ihr Ernst, Herr Lauterbach? Wollen Sie damit zitiert werden? Ich habe ja gerade gesagt, dass wir mehr Polizei einstellen müssen, dass wir mehr aufklären können. Und darüber hinaus auch, dass wir die Einbrüche sind oft Serieneinbrüche, daher müssen die Bundesländer miteinander zusammenarbeiten. Bisher sind die Datensysteme oft kompatibel. Das habe ich ja vorher gesagt. Entschuldigung, ich bin Steuerzahler wie alle hier in der Runde. Kann ich nicht erwarten? Also warum zahle ich gerne Steuern? Unter anderem, damit es ein ordentliches Bildungssystem für meine Kinder gibt. Unter anderem, dass es eine friedfertige Gesellschaft gibt. Unter anderem, dass ich mich sicher fühlen kann in diesem Land. Und was erwarten Sie von einem Steuerzahler, dass er noch Steuern zahlen soll, wenn Sie sagen, wir können dich nicht vor Einbrechern schützen, wir helfen dir ein bisschen beim Nachrüsten? Moment, das ist nicht das Nachrüsten. Erst einmal, wenn die Wohnungen besser gesichert sind, dann hat es ja eine abschreckende Wirkung. Das heißt, es kommt zu weniger Einbrüchen. Zum Zweiten, ich habe ja gesagt, mehr Polizei, mehr Aufklärung. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Aber wir können uns doch nicht dumm stellen. Es ist nicht komplett möglich, Einbrüche zu verhindern. Daher muss ich abschrecken. Je besser die Wohnungen gesichert sind, desto weniger wird eingebrochen. Und das muss der Staat
bezahlen. Ich sage nicht, dass der Bürger nachrüsten muss, sondern ich sage, dass wir hier den Bürger unterstützen müssen, sich sicher zu machen. Und trotzdem auch jeden Verbrecher jagen und den Austausch der Daten machen. Entschuldigung, der Reihe nach. Herr Vogel, dann Frau Höhn. Wir können erwarten, dass der Staat in seinen Kernaufgaben stark ist. Und leider ist das, was Herr Lauterbach hier beschreibt, auch exakt die Politik von SPD-Innenminister Jäger in NRW. Der hat ein Einbruchsradar vorgestellt. Und als er das vorgestellt hat, auf der Pressekonferenz gesagt, er hoffe, dass dadurch die Bürgerinnen und Bürger ihr Eigentum selber besser schützen können. Die Bürgerinnen und Bürger in NRW empfinden das als Hohn. NRW hat 20% der Bevölkerung in Deutschland, Herr Lauterbach. Und jeder dritte Wohnungseinbruch findet in NRW statt. Das ist ein echtes Problem. Weil gegen die Banden nicht konzentriert. Aber München ist größer. Weil gegen die Banden nicht konzentriert vorgegangen wird. Das stimmt nicht. Sie sind grenznah und haben viele Städte. Das ist der Grund, das wissen Sie auch genauso wie ich. Da müssen wir auch ehrlich sein, wie gescheitert ist. Ganz kurz, ich finde immer so schön, dass so viele Einwürfe kommen. München ist nicht so grenznah. Österreich ist jetzt ein anderes Bundesland. Genau, aus Österreich kommen keine Einbrecher, aber aus den Niederlanden. Das ist doch absurd. Das ist einfach eine gescheiterte Innenpolitik. Wir haben fünfmal so viele Wohnungseinbrüche auf 100.000 Einwohner, auch in den großen Städten in Nordrhein-Westfalen als in Bayern. Und wir haben Methoden wie die Schleierfahndung, mit der man gerade Serieneinbrüche aufklären kann, die wir nicht haben, die wir in allen anderen Bundesländern noch mal bis auf die Grüne lassen Sie übersetzen. Definieren Sie noch mal Schleierfahndung, was in anderen Ländern möglich ist, in Nordrhein-Westfalen nicht, in Bayern. Dass zum Beispiel vor allen Dingen im grenznahen Bereich, wo früher Grenzkontrollen solche Dinge aufgehoben werden kann, auch verdachtsunabhängig beispielsweise durch Drogenhunde oder anderes mehr in der Kontrolle. Warum haben wir denn in Bayern über 2/3 Aufklärung, in NRW unter 50%? Wir haben doch Unterschied zwischen den einzelnen Bundesländern. Und deswegen muss auch NRW endlich aufschließen zu dem, was offensichtlich im Lande, das Herr Kretschmann regiert, genauso normal ist wie im Land, das Herr Stefan Weil verantwortet. Nur in Nordrhein-Westfalen als einzigem Flächenstaat verweigert man sich. Der Innenminister sagt, ja, weil ich mich auf die eigentlichen Übeltäter konzentriere. Die erwischt er aber viel weniger als in anderen Bundesländern. Und deswegen stellen die Menschen gerade in NRW ein eklatantes Staatsversagen bei der inneren Sicherheit. Frau Höhn, kurze Entgegnung, dann möchte ich einen Aspekt einführen. Uns ist vor 8 oder 9 Jahren eingebrochen worden. Das ist kein schönes Erlebnis, das sage ich Ihnen. Ich war hier in Berlin, aber mein Mann hat da schon echt wirklich, das war eine schwierige Situation. Hatten Sie Ihre Wohnung nicht genug gesichert, frage ich jetzt mal zynisch. Ja, es war sozusagen, wir haben in der Tat die eine Tür einfach sozusagen aufgehebelt. Das war aber offensichtlich Drogenkriminalität, so wie die Polizei uns das gesagt hat. Und deshalb weiß ich relativ genau, was die Polizei in solchen Sachen macht und wie sie zum Beispiel in so einer Stadt wie Oberhausen dann auch Einbrüche versucht zu minimieren. Und zwar dadurch, dass sie einfach sagt, wo kommen die Einbrecher her? So, und im Ruhrgebiet sind zum Beispiel eben keine Gruppen aus den Niederlanden, sondern sind eher Gruppen aus Südosteuropa. Das sind halt wirklich auch teilweise Banden, die da rum einfach fahren, die ja auch teilweise die Autos knacken, bestimmte Sachen aus den Autos rausnehmen. So, und die Polizei hat zum einen gesagt, also schließen Sie immer die Türen ab, ja, so, was nichts kostet. Also sowas zum Beispiel ist ja auch ein Tipp, den kann jeder Frau machen, Höhn, ohne dass das was kostet. Gestatten Sie eine Zwischenfrage. Sie haben die Vorlage gegeben, Sie haben gesagt, das sind Banden, die kommen zum Teil aus Südosteuropa, bestens organisiert, rein, knacken, raus. Jetzt komme ich noch mal auf den Lauterbach-Vorschlag zurück. Wollen Sie mir sagen, dass ein Staat wie Deutschland nicht in der Lage ist, das zu unterbinden, an einem Punkt einzusetzen, bevor die Glasscheibe splittert? Genau, so, und deshalb sind die auch hingegangen, haben diese Konzepte gemacht. Die Einbrüche sind erheblich zurückgegangen aufgrund dieser Konzepte, weil sie genau nach den Ursachen geguckt hat. Und das ist eigentlich das, was wir kriminaltechnisch viel mehr machen müssen, dass wir einfach gucken, wer ist das, welche Täter sind das, wo kommen die her, was kann man da machen? In Oberhausen war es eben so, dass zum Beispiel auch die Polizei dann viel mehr präsenter war und damit eben auch die Bürger mit geschützt hat. Dafür brauchen wir aber mehr Polizeistellen. Sie haben ja meinen Vorschlag zweimal zitiert.
Erstmal im letzten Jahr. Gefällt er Ihnen nicht mehr selbst? Doch, jetzt? Ich will den Vorschlag noch mal verteidigen. Im letzten Jahr ist die Zahl der Einbrüche in NRW um 16% zurückgegangen. Und zum Zweiten, wenn ich das ganz kurz zu Ende sagen darf, jeder zweite Einbruchsversuch funktioniert nicht mehr in NRW. Das ist auch ein Erfolg. Und auch in Bayern, im hochgelobten Bayern, wird weniger als 3% der Einbrüche aufgeklärt. Somit, wenn Sie hier die Bürger täuschen, es wäre möglich, die Schleierfahndung, die Sachverständigen haben alle bei der Anhörung zur Schleierfahndung gesagt, genau, das ist weiße Salbe, das bringt nichts. Bei jedem, der jetzt sagen wir mal, 13 Länder sehen ich sage Ihnen was, was bringen würde. Tatsächlich, wenn wir bessere Telefonüberwachung hätten, derjenigen, die in Banden hier von Bundesland zu Bundesland. Darüber wollen wir das ist etwas, Tagen verständigen, sehr gerne. Ja, das ist darüber das diskutieren müssen wir machen mit der Verschärfung der Bestrafung. Genau, und wir haben zusätzlich, und da haben wir auch mitgestimmt, wir haben jetzt den Einbruch mit Bestrafung von nicht weniger als einem Jahr geahndet. Das sind abschreckende Maßnahmen. Aber hier so zu tun, als wenn wir nichts täten. Wir haben erstens Erfolge und zum Zweiten, wir haben die Strafverschärfung. Wir sogar mit Herrn Demers hier zusammen diskutieren derzeit über die Verfolgungsmethoden verständigen. Wir wollen derzeit die Vereinheitlichung der Datensysteme und wir wollen die Telefonüberwachung, also nicht die Inhalte der Telefonate, sondern nur die Funkzellen abholen. Denn damit können wir die Banden dann tatsächlich identifizieren. Aber das Problem ist viel komplexer und wir haben 16% reduziert. Und jeder zweite Einbruch in Nordrhein-Westfalen misslingt. Das ist ein Erfolg. Herr Renner. So, jetzt würde ich gerne. Also ich würde nach der ganzen Debatte, die jetzt geführt wurde, einfach sagen, sowas kommt von sowas. Nach der Staatsrechtslehre gibt es zwei legitimierende Faktoren für einen Staat. Und das ist die Sicherung der Außengrenzen und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung. Erster Fall wollen Sie die war vielleicht Grenzen eher... Zumachen? Erster Fall war vielleicht eher die Frau Merkel. Innere Ordnung ist das, was die einzelnen Bundesländer aufrechterhalten müssen. Und das gelingt nicht. Und wenn wir sehen, was zum Beispiel vor kurzem eine Boulevardzeitung gebracht hat, dass die Gefängnisse alle doppelt besetzt sind und die Plätze in den Gefängnissen nicht mehr ausreichen, und wir aber wissen, dass wir eine immer älter werdende Gesellschaft sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass unsere Omas und Opas zunehmend zu Kriminellen werden und in die Gefängnisse kommen? Was ist das denn für eine Geschichte? Gottes Willen. Ja, das war Spaß. Das war kann man nur hoffen, Ironisierung. Dass es mein gibt Gott. Einen alten Leitsatz, Ironie im Fernsehen funktioniert nicht, Herr Renner. Um Gottes Willen, haben Sie den Faden verloren. Gibt's kostenlos. Ich finde das richtig. Wenn wir uns an die Zuschauerfrage erinnern, Frau Friedhoff fragte, sie hat auf Gewalt abgehoben, auf eine steigende Zahl von Gewaltverbrechen. Und sie hat gefragt, was können Politiker dagegen tun? Wir sind dann auf das Gleis der Einbrüche gekommen, ein hochinteressantes Thema. Ich möchte aber noch mal an Frau Friedhoff erinnern und eine interessante Zahl einführen. Sie sagt, sie fühlt sich nicht sicher. Sie nennt Beispiele, wir haben die noch mal recherchiert. Diese Fälle hat es tatsächlich auch gegeben. Nun mal ist das Gefühl der Sicherheit erstmal ein subjektives. Bisher wurde dieser subjektive Eindruck durch Statistik nicht unbedingt bestätigt. Man muss aber sagen, das ist jetzt anders. Jahrelang galt, die Gewaltkriminalität in Deutschland geht immer weiter zurück. Jetzt die Trendwende. Im Jahr 2016 verzeichnete die Polizei erstmals wieder einen rapiden Gewaltanstieg. Es gab 193.000 Gewalttaten. Das sind 12.000 mehr als noch im Jahr davor. Der stärkste Anstieg seit mehr als 20 Jahren. Innenminister de Maizière nannte bei der Vorstellung der Zahlen den Hauptgrund für die Gewaltzunahme. Und leider, das zeigen die Zahlen, geht der deutliche Anstieg im Bereich der Gewaltdelikte vor allem auf einen Anstieg der durch Zuwanderer verübten Gewaltdelikte zurück. Bei den Gewaltdelikten haben wir 1% mehr Deutsche, aber knapp 90% mehr zugewanderte Tatverdächtige im Jahr 2016. Wir haben nachrecherchiert. 45% der tatverdächtigen Zuwanderer übten ihre Gewalttat gegen andere Zuwanderer aus. Bleiben 55% andere. Frau Höhn, das sind
sehr deutliche Zahlen, überraschend deutlich für Sie? Also man muss das ein bisschen natürlich auch statistisch differenzieren. Also wir haben in Deutschland... Das ist die Standardantwort, die ich erwartet hatte. Sie können doch sagen, was Sie wollen. Ist doch eine Live-Sendung, ist doch schön. Aber ja. Meine Frage war, ob Sie das überrascht hat in dieser Deutlichkeit. Dann können Sie gerne differenzieren. Beantworten Sie doch erstmal die Frage. Ich habe mit unserer entsprechenden Fachpolitikerin gesprochen und sie sagte, sie hat das nicht überrascht. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir mit den Einwanderern gerade eine bestimmte Gruppe bekommen haben. Und zwar junge Männer in einem Alter zwischen 20 und 30, das ist genau die Gruppe, die auch in Deutschland selber unter den Deutschen einen höheren Anteil an Gewaltdelikten hat als andere. So, das heißt, es geht sehr stark um die Leute, die perspektivlos sind. Und deshalb ist eigentlich, das sagen auch viele Kriminologen, das Rezept dagegen, dass wir wirklich denen, die hierher kommen, sehr schnell eine Möglichkeit geben, sich zu integrieren, sehr schnell auch eine Möglichkeit geben für eine Perspektive und ihnen damit den Grund für Gewaltdelikte nehmen. Denn die sind ja nicht hierher gekommen, die sind nicht übers Mittelmeer gekommen und haben ihr Leben riskiert, um hier kriminell zu werden. Und deshalb müssen wir diese Frustration, die Sie ja zu Recht auch beschrieben haben, die auch innerhalb der Flüchtlingsheime stattfindet, die müssen wir versuchen hier abzubauen, damit diese Gewaltdelikte nicht stattfinden. Frau Höhn, darf ich daran erinnern, Sie haben den Musterflüchtling, der über das Mittelmeer unter Einsatz seines Lebens kommt, zitiert. Es gibt auch andere. Also vor allen Dingen verstehe ich überhaupt nicht, das ist eine inakzeptable Entwicklung, dass man sagt, man muss den Menschen die Grund nehmen für Gewaltverbrechen. Es gibt überhaupt keinen legitimen Grund bei uns für Gewaltverbrechen. Erster Punkt. Zweitens, die Dinge zwingen uns doch, genau hinzuschauen. Und eins ist klar, die wirklich Hilfe brauchen, die aus Syrien kommen, sind nicht überdurchschnittlich kriminell. Wir müssen deutlicher unterscheiden zwischen denen, die wirklich unsere Hilfe brauchen, die dann häufig auch dankbar, dass sie hier Hilfe gefunden haben, sich rechtstreu verhalten und denen, Sie sprachen ja eben selber über bestimmte Banden und anderes mehr, wo wir klarer Stopp sagen müssen. Und ich habe es bedauert, aber es war richtig, dass wir es dann gemacht haben, dass wir erst nach den beschämenden Ereignissen auf der Kölner Domplatz, am Dom Silvesternacht, die Ausweisung erleichtert haben. Wer Gastrecht missbraucht und Gewalttaten begeht, muss auch zügig ausgewiesen werden. Und es ist gut, dass wir, wenn auch spät, hier als Koalition gehandelt haben und jetzt in einem weiteren Schritt, Stichwort Abschiebehaft auch für Gefährder, eine weitere Verschärfung vornehmen. Das ist im Interesse der rechtstreuen Flüchtlinge, beispielsweise aus Syrien, die unsere Hilfe brauchen. Genau hinschauen, aber das Problem kleinreden darf man nicht. Die Menschen sind zu Recht empört über Teile dieser Entwicklung und deswegen muss hier Herr auch Grün, Karte, ist es redlich, wenn Sie sozusagen die große Koalition feiern, dass Sie... Nein, ich feiere Sie nicht. Ich hätte es lieber gesehen, wir hätten es eher geschafft. Dass Sie Abschieberegeln konsequent umsetzt, ist das nicht genau der Punkt, der Ihnen auf die Füße fällt, dass erst etwas passieren musste, bevor Sie sagen... Das Problem ist ja noch ich habe ja selber eingeräumt, dass es mich ärgert, dass das, was wir vorgeschlagen haben seit Längerem, in der Koalition erst durchsetzbar war, im Erschrecken über die Ereignisse auf der Kölner Domplatte. Dann wurde verschärft, genau wie jetzt nach dem Fall am Weihnachtsmarkt in Berlin, ist eine weitere Verschärfung im Bereich Gefährderüberwachung gibt. Mir wäre es lieber, wir hätten uns früher verständigen können und hätten nicht solcher entsetzliche Vorschläge gedürft. Muss man ja auch. Insofern wäre das besser gewesen. Aber dass wir es überhaupt machen und dass wir genauer hinschauen, und da können wir an ganz vielen Baustellen arbeiten. Wenn wir sehen, in welchem Umfang Menschen aus Nordafrika bei uns an bestimmten Delikten beteiligt sind und Nordrhein-Westfalen, anders als Baden-Württemberg, verweigert sich, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten einzustufen und damit ein klares Stoppschild auch gegen fragwürdige Zuwanderung zu setzen, dann ist das ein Problem. Und darüber werden wir uns auch weiter auseinandersetzen. Würden Sie unterschreiben, und das mache ich jetzt mal pauschal mit Herrn Lauterbach, ertragen Sie es, dass, wenn man über die Legislaturperiode und über das Management der Flüchtlingsaktionen, ich will nicht mal von Krise reden, wenn man darüber spricht, dass dann das Wort zu spät in diesen Geschichtsbucheintrag gehört? Ja, aber natürlich, weil es natürlich auch eine völlig von der Dimension her eine Diskussion war, die wir so vorher nicht hatten. Aber mit Verlaub, über die Diskussion, wollen wir schneller straffällig gewordene Zuwanderer abschieben, diskutieren wir nicht erst seit 2015, sondern schon eher. Aber dass es eine besondere Herausforderung ist, wenn in einem Jahr 800.000 Menschen zu uns kommen. Ja, wer wollte das bestreiten? Und dass dann auch manches, wir haben in manchen Fällen innerhalb von Wochen
Gesetzesveränderungen durchgesetzt. Anderes dauert länger. Manches wird leider im Bundesrat gehindert, gestoppt, meist von rot-grünen Ländern. Das ist nicht besonders gut. Schnelleres Handeln wäre für die Menschen im Land überzeugend. An dieser Stelle machen wir einen Break. Wir reden gleich bei unserem Wahlcheck über das Thema Gerechtigkeit. Jetzt sind unsere Zuschauer dran. Brigitte, fang an, ich komme gleich. Komm ein bisschen schneller, dann kann ich in die Augen schauen. Eine erste Stimme vielleicht noch zum Thema Leitkultur. Ihr seid ja auch so in die Sendung eingestiegen und dazu gab es ganz viel Diskussion. Und eine habe ich jetzt ausgesucht bei Twitter, die Meinung von Stefan Krabbes, der sich Gedanken macht, was kann Leitkultur denn bedeuten? Und sie sagt, eine übergestülpte Leitkultur der Politik produziert eine uniforme Gesellschaft, in der Individualität zu Abnormität wird. Klingt ein bisschen nach Ablehnung. Besonders intensiv diskutiert wurde die Frage des Doppelpasses. Und bei Facebook haben unsere Zuschauer da sehr intensiv miteinander diskutiert. Ich bin da ein bisschen eingestiegen in die Diskussion und habe herausgegriffen die Meinung von Blanca Koller. Sie schreibt, gute Bürger in Deutschland sollten weiterhin die Möglichkeit haben, zwei Pässe zu besitzen. Andere haben ihr darauf geantwortet, aber eben hat uns auch noch eine Mail erreicht von einer Zuschauerin, die türkischer Herkunft ist. Sie ist aber in Deutschland geboren. Und Genwa Masal schreibt in dieser E-Mail, dass sie auch sehr ehrenamtlich engagiert ist bei ihrer Tochter in der Schule. Und sie sagt, ich habe den deutschen Pass, aber ich werde nicht als Deutsche akzeptiert und gesellschaftlich nicht anerkannt aufgrund meiner Religion. Ich bin Muslima. Nicht der Doppelpass hindert die Menschen an der Integration, sondern die Tatsache, dass man nicht als Deutscher akzeptiert und anerkannt wird. Anderer Meinung. Und auch das in der Facebook-Debatte, die Meinung von Marika Vogt-Suhina. Sie schreibt, bin selbst Ex-Ausländerin und wenn ich könnte, würde ich die doppelte Staatsbürgerschaft sofort und für alle abschaffen. Wie sagt man, du kannst nur einem Herrn dienen? Wie schwierig Integration manchmal in den Städten ist, wenn Menschen dort leben, hat uns eine Zuschauerin berichtet, Patricia Thürich. Sie schreibt, dass in ihrer Stadt, einer sehr kleinen Stadt, viele Ausländer leben, auch viele Flüchtlinge und dass die Integration verdammt schwierig ist. Und sie beschreibt uns die Situation so. Das große Problem ist, dass wir hier keine Industrie haben und nur sehr wenig Arbeitsplätze. Schon jetzt beginnt es sehr eng zu werden mit Kita-Plätzen. Wie bitte sollen sich Personen integrieren, wenn es keine Arbeit für sie gibt? Wie sollen Kinder integriert werden, wenn es keine Kita-Plätze mehr gibt. Thema Einwanderungsland. Und manche Zuschauer sagen, vielleicht hat die Politik da eine Debatte verschlafen und das nicht gerade erst, sondern schon deutlich zurückliegend. Ferdi Krüger schreibt bei Facebook, das Staatsvolk muss beschließen, ob es ein Einwanderungsland werden will. Das hätte vor gefühlten 30 Jahren geschehen müssen. Dann hätte eine Hoffnung bestanden, dass dies alles nach rationalen Gesichtspunkten abläuft und nicht so eine erhitzte Debatte gibt wie im Moment. Andreas Cebulla schreibt, was bringt uns ein Einwanderungsgesetz? Nicht viel. Jene, die dann abgelehnt würden, ob abgewiesen an der Grenze oder wieder zurückgeschickt, würden weiterhin den illegalen Weg suchen und über Schlepper finden und dann doch bei uns ankommen. Großes Thema im Wahlkampf, Thema soziale Gerechtigkeit, das weiß ich, das schwingt so in allen Meinungen immer wieder mit. Und Pascal Buntrock hat sich Gedanken gemacht zum Thema Gerechtigkeit und sagt, ist ganz schön schwierig. Gerechtigkeit, welch ein großes Wort, schreibt er. Es hat nur einen Fehler im Konstrukt. Gerechtigkeit ist in Deutschland ungefähr 81 Millionen Mal unterschiedlich definiert. Dankeschön auch für dieses Promo. Am Schluss Brigitte Büscher. Vorentscheidung im Westen, was liefern die Parteien? Ich habe es angekündigt, jetzt zum Thema Gerechtigkeit. Und das ist ja ein Thema, das der leicht ledierte Halsbringer der SPD, Martin Schulz, zu seinem Thema gemacht hat. Thema Gerechtigkeit. Ich möchte, dass es gerecht in unserem Land zugeht. Das ist die Aufgabe der SPD, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist ein Signal der Gerechtigkeit. Um Gerechtigkeit herzustellen, dann geht es nicht gerecht im Lande zu. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass es in diesem Land gerechter zugeht, dann wird das niemand anderes machen. Frage an die Runde, erstmal in 20 Sekunden, schnell aber fair. Wir fangen mit Herrn Lauterbach an, dann geht's links rum. Wie ungerecht ist Deutschland? Wie ungerecht ist Deutschland? Deutschland ist in dem Sinne ungerecht, dass wir also den Wohlstand, den wir zusätzlich erwirtschaften in den letzten 10, 15 Jahren, und daran waren wir vorwiegend auch beteiligt, aber wir wollen es jetzt verändern. Es wird nicht gut verteilt. Die Hälfte der Bevölkerung hat so gut wie kein Vermögen. Und für die unteren 40% hat es in den letzten 25 Jahren keinen Zuwachs an Lohn gegeben. Das ist ungerecht, das muss sich ändern. Frau Höhn, wie ungerecht ist Deutschland?
Wir haben im Armutsbericht jetzt 13 Millionen Menschen im Armutsbereich. Das sind insbesondere Kinder oder Familien mit vielen Kindern. Das sind Alleinerziehende, das sind aber auch Rentnerinnen und die eine geringe Rente haben. Und denen müssen wir eine Grundsicherung geben, Kindergrundsicherung, Grundsicherung im Alter, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Johannes Vogel von der FDP, wie ungerecht ist dieses Deutschland? Für mich ist eine Gesellschaft gerecht, wenn jeder die faire Chance hat, seinen Weg zu gehen und sich etwas aufzubauen. Und da sind wir in den letzten Jahren vorangekommen. Gerade die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt sind besser geworden, aber es gibt noch viel zu tun. Ich würde sagen, drei Dinge. Erstens, für bessere Bildung sorgen, damit jeder da gefördert wird. Zweitens, Aufstiegschancen verbessern. Wir haben noch zu viele Langzeitarbeitslose, die müssen wir auf den Arbeitsmarkt bringen. Und die Mitte der Gesellschaft muss sich was aufbauen können. Herr Grühl, Zeit läuft. Wir brauchen mehr Vermögensbildung, auch etwa im selbstgenutzten Wohneigentum. Deswegen müssen wir die hart arbeitende Mitte entlasten. Der wichtigste Schritt sind gute Jobs, gut bezahlt. Das NRW-Schlusslicht ist bei der Kinderarmut wie bei der Arbeitslosigkeit ist eine Schande. Herr Renner. Also über soziale Gerechtigkeit zu sprechen oder die Frage, geht es ungerecht in Deutschland zu, das ist ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, dass das System in Deutschland mit Gerechtigkeit durch die soziale Marktwirtschaft einstmals in Deutschland eingesetzt, sehr erfolgreich war. Aber die soziale Marktwirtschaft haben wir leider in dieser Form ja nun nicht mehr weiterentwickelt, sondern eigentlich komplett zerstört, auch durch die Politik. Frau Wagenknecht. Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die hart arbeiten, aber am Monatsende wirklich gar nicht die Chance haben, irgendwas zu sparen, weil sie froh sind, wenn sie irgendwie ihren Lebensunterhalt finanziert haben. Es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die ihren Ruhestand nicht genießen können, weil die Renten gekürzt wurden. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr Superreiche, die ohne eigene Leistung gigantische Vermögen haben und sehr viel Erträge. Und das ist zutiefst ungerecht und das ist Ergebnis von Politik, von politischen Entscheidungen in Deutschland. Und das muss sich ändern. Die Frage der Gerechtigkeit, die SPD, ihr Spitzenkandidatvorsitzende, 100% gewählt, Martin Schulz, hat sie in den Mittelpunkt gestellt. Wenn Sie jetzt mal die Wahlergebnisse angucken, die letzten beiden Landtagswahlen, die krachende Niederlagen waren für die SPD, Herr Lauterbach, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die gefühlte Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist nicht so groß in Deutschland. Die Leuten ist es nicht so wichtig. Welche Erklärung haben Sie? Beides ist falsch. Also die Ungerechtigkeit ist da. Wie gesagt, 40% haben keinen Zuwachs beim Einkommen. Deren Realeinkommen ist in den letzten 25 Jahren leicht gesunken, da weil die oberen 10% riesige Zuwächse hatten. Und die Hälfte hat keinerlei Vermögen. Das heißt, selbst wenn eine Zahnbehandlung fällig wird, haben die kein Geld dafür. Das heißt, die Ungerechtigkeit ist da, ohne Wenn und Aber. Und zum Zweiten, sie wird auch gefühlt. Bei diesen Landtagswahlen waren ja diese bundespolitischen Themen, die unsere Kernkompetenz eben dargestellt, ja, also abrufen werden, die waren ja überhaupt kein Thema. Wir haben ja jetzt nicht im Saarland oder meinetwegen also hier in Kiel darüber abgestimmt, wie wir das Rentensystem oder das Gesundheitssystem, die Bürgerversicherung einführen, wie aber wir die Löhne Arbeit, erhöhen. Das waren doch landespolitische Themen. Da muss man einräumen, damit hatten wir nicht gerechnet, mit diesen miesen Wahlergebnissen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber die Kernkompetenz in der sozialen Gerechtigkeit kombiniert mit einer guten Wirtschaftspolitik, das wird ja noch kommen. Da wird Schulz fest, davon bin ich überzeugt, fest überzeugen, uns auf dem richtigen Weg, jetzt heißt es nicht wackeln, weiter streng, klar bei der Linie bleiben. Herr Gröhe, das Thema Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, wie ordnen Sie das ein auf der Bedürfnisskala der Wähler? Das ist ein wichtiges Thema. Das meint aber auch Generationengerechtigkeit, nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. Das meint faire Chancen in Bildung, in Qualifikation. Natürlich, und wenn seit Regierungsübernahme durch Angela Merkel 5 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden sind, dann ist das ein Teil der Antwort. Aber deswegen muss man doch den Weg in diese Richtung weiter fortsetzen. Die Frage, welche Arbeitsplätze das sind? Also ja, das sind zum Beispiel Arbeitsplätze, die den Gewerkschaftsvorsitzenden der IGBCE sagen lässt, Hunderttausende unserer Leute
Industriearbeiter in Deutschland, Gewerkschaftsmitglieder zahlen Spitzensteuersatz, sagt Genosse Vassilianis. Und deswegen finde ich, diese Menschen sollten entlassen werden. Aber die hat ja jetzt relativ niedrig angefangen. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was da gerade im Chor kam. Lohnsteigerungen sind eine klare Antwort auch auf die gute wirtschaftliche Entwicklung. Und dass NRW hinterherhinkt, ist für das Kernland der industriellen Entwicklung peinlich. Aber das war jetzt wirklich peinlich. Darf ich das gerade korrigieren? Seit 1993 war in Nordrhein-Westfalen die Arbeitslosigkeit noch nie so niedrig wie im Jahr 2016. Ja, also ist es anders, als Sie es gerade behauptet haben. Sie haben in Deutschland lassen Sie uns doch bitte mal, Frau Höhn, Sie war daran auch beteiligt, die Grünen waren daran beteiligt. Wenn wir über Gerechtigkeit reden und Martin Schulz reden, dann hat Martin Schulz sich zur Aufgabe gemacht, die SPD mit der eigenen Vergangenheit zu versöhnen. Und die eigene Vergangenheit sind eben auch die Hartz-Gesetze. Er will da reformieren, zum Beispiel beim Arbeitslosengeld 1. Sagen Sie als Grüne, die damals auch daran beteiligt waren, das ist der richtige Weg? Also beim Arbeitslosengeld G, also 1, da glaube ich, muss man einfach mal gucken, wer ist vielleicht noch stärker betroffen und wo können wir die Gelder, die wir haben, hin tun. Sind es dann eher diejenigen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind? Sind es eher diejenigen, die eben nicht bis zum Ende gearbeitet haben? Sind die nicht schlechter dran und müssen wir da etwas machen? Das, finde ich, müssen wir abwägen. Was ich richtig finde bei Schulz, ist, dass er sagt, wir müssen die Krankenkassenbeiträge, müssen wir wieder pari pari besetzen. Das würde alle helfen. Das würde gerade auch den Leuten mit kleinen Einkommen helfen. Das war damals in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, dass sich die Arbeitgeber ausgeklinkt haben aus den Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge. Und ich finde, wir müssen das wieder halbe-halbe machen. Die Arbeitgeber müssen die Hälfte der Krankenkassenbeiträge bezahlen. Frau Höhn, die haben sich nicht ausgeklinkt. Die Große Koalition hat beschlossen, dass es Zusatzbeiträge gibt. Das hat Rot-Grün beschlossen. Eine Fakten. Ich finde auch diese ganze Schönrednerei auch von Ihnen, Herr Gröhe, wieder. Also wir haben ja Arbeitsplätze und alles geht gut. Frau Merkel stellt sich ja immer hin und sagt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Und dann guckt man sich die realen Zahlen an. Und eine haben Sie ja eben genannt. Also tatsächlich 40% der Bevölkerung, fast die Hälfte, hat heute weniger Einkommen als 1999. Das ist doch eine Schande für die Politik, die seitdem gemacht wurde. Ein Armutszeugnis für die Politik. Aber man muss auch sagen, jetzt lassen Sie mich mal bitte ausreden. Man muss auch sagen, und ich glaube, deswegen geht natürlich jetzt auch Schulz so runter, es reicht ja nicht irgendwie nur von sozialer Gerechtigkeit zu reden. Er müsste ja auch mal irgendwie Butter bei die Fische tun, was er da wieder versteht. Und da ist ja bisher fast nichts gekommen. Werden Sie mal konkret, wenn Sie sagen, Sie diagnostizieren eine starke Ungerechtigkeit in diesem Land. Was wären, wenn Sie Kanzlerin wären oder die Regierungspolitik entscheidend mitbestimmen würden? Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen, um mehr Gerechtigkeit herzustellen? Also dringend am Arbeitsmarkt sachgrundlose Befristung verbieten, Leiharbeit, Werkverträge, die Lohndrückerei verbieten. Das ist ja alles mal ermöglicht worden. Das kann man sofort zurücknehmen, diese Gesetze. Zweiter Punkt, Rentensystem. Schluss mit dieser Riesterei und der Förderung von irgendwelchen obskuren Fonds, die sich dann goldene Nasen verdienen, die Bankenversicherung, gesetzliche Rente stärken. Das Beispiel dafür ist Österreich. Österreich ist den Weg gegangen, einen Rententopf, alle zahlen ein Durchschnittsrentner hat 800 Euro mehr im Monat. Das könnten wir in Deutschland sofort machen, wenn wir denn wollten. Jetzt gehen wir mal auf den anderen Flügel. Was wären Ihre ersten zwei oder drei Maßnahmen, um mehr Gerechtigkeit in Deutschland herzustellen? Es sei denn, Sie diagnostizieren keine Ungerechtigkeit, Herr Vogel, bei der ganz, FDP. Ganz sicher nicht die Agenda 2010 rückabwickeln, zurück in die 90er. Da ist man ja schon froh, dass die CDU wenigstens den Status quo verteidigt. In Wahrheit müssen wir ja Rentensystem und Sozialsystem und Arbeitsmarkt fit machen für Digitalisierung und moderne Arbeitswelt. Und wir müssen in beste Bildung investieren. Wir müssen auch unternehmerische Aktivität fördern, Zeiten der Digitalisierung, Gründer fördern und Aufstiegschancen schaffen. Und ich will an einer Stelle mal sagen, ich habe eine Gegenthese zu Herrn Lauterbach. Ich glaube, dass diese Themen bei den Landtagswahlen eine große Rolle spielen. Das spüren wir auch gerade in NRW. Das Problem ist nur, dass Rot-Grün da eine desaströse Bilanz hat. Katastrophale Bildungspolitik. Unternehmern werden Knüppel zwischen die Beine geworfen und die Mittelschicht wird immer weiter belastet. Die haben zum Beispiel die Grunderwerbsteuer verdoppelt. Also, jetzt müssen Herr Vogel, junge Familien noch einen Kleinwagen oben drauf packen.
Kohle auserwärmen wollen. Denn die Bilanz in NRW ist ganz hinten bei den Aufstiegschancen und ganz vorne bei der Kinderarmut. Das spielt eine Rolle in der Landtagswahl. Dafür werden Sie abgewählt. So, die FDP hat ja auch mal einen Bund. Frau Lauterbach, sage ich schon, das ist lustig. Sie sind doch mit Herrn Lafontaine verheiratet. Das bin ich ganz durcheinander. Sagen Sie nicht um Gottes Willen, Herr Lauterbach, das war uncharmant. Entschuldigung. Ja. So. Sie haben jetzt noch 15 Sekunden, um das zu entgegnen oder zu sagen, was Sie tun würden, um eine Ungerechtigkeit im Land zu mildern. Zunächst muss ich korrigieren. 200 Milliarden haben wir in den letzten 7 Jahren für Bildung ausgegeben. Ein Drittel des gesamten Staatshaushalts. NRW hat gute Bildungsabschlüsse. Wir haben mittlerweile eine über dem Durchschnitt liegende Zahl der Studierenden. Wir bilden 25% der Studierenden aus ganz Deutschland aus. Fast 30% der Ingenieure. Das wäre Ihre Chance gewesen, zu sagen, was gegen Ungerechtigkeit getan wird. Die Sendezeit ist um. Herr Lauterbach, jetzt war Ihre Chance. Statt in der Schlussrunde möchte ich eine Schlussfrage stellen. Bärbel Höhn hat wahrscheinlich an ihrer letzten großen Talkshow-Auftritte gehabt als aktive Grünen-Politikerin. Sie sagt nämlich, Sie sind gerade, darf ich das sagen, 65 geworden, wenn ich richtig informiert bin. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sie sagt, es reicht, ich kann die Dia nicht mehr. Wir werden Sie, das haben wir heute wieder gesehen, als streitbare Diskutantin vermissen. 20 Sekunden, wen oder was werden Sie vermissen? Ich werde auf jeden Fall die Informationen vermissen, die ich hier in diesem Bundestag bekommen habe. Ich werde natürlich auch meine Bienen vermissen, die ich jetzt momentan immer noch schön durch das Fenster sehe. Und ansonsten werde ich einfach auch die vielen Diskussionen vermissen und die interessanten Menschen, die ich hier wirklich die Möglichkeit hatte. Zum Beispiel heute Abend, könnten Sie jetzt sagen. Zum Beispiel heute Abend, selbst sogar mit Herrn Plasberg. Ist auch mich meinte ich gar nicht, ich meinte diese Runde hier. Vielen Dank, alles Gute, Frau Höhn. Faktencheck, es gibt einiges zu checken. Morgen. Und jetzt die Tagesthemen. Ingo Zamperoni, was ist Ihr Aufmacher? Ja, wir blicken natürlich auch nach Nordrhein-Westfalen und die Wahl. Und wir fragen gleich die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, wie es nach der Wahlniederlage in Schleswig-Holstein denn weitergehen soll mit der SPD von Martin Schulz. Außerdem alles über den Mann, der seine Wahl schon gewonnen hat, in Frankreich nämlich, und der jetzt vor großen Aufgaben steht. Welche das sind, gleich die Tagesthemen. Mit Ingo Zamperoni. Herzlichen Dank. Danke an unser Publikum. Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum. Hier wird gelacht. Herr Gröhe, herzlichen Dank. Herr Vogel, Frau Höhn, nochmal alles Gute. Herr Lauterbach, alles Gute. Frau Wagenknecht, herzlichen Dank. Herr Renner, Ihnen auch. Wir sehen uns wieder nächste Woche 21 Uhr. Tschüss.